Hallo, willkommen zurück auf meinem Kanal Falter Van Life. Heute, am Donnerstag, geht es zu einem Wohnmobiltreffen. Und zwar haben Barbara und Frank von Up and Down Van Life nach Winterberg eingeladen. Da habe ich noch einen Platz ergattern können. Eigentlich war das Treffen voll, aber ich habe Frank angeschrieben und da hatte gerade einer abgesagt. Deswegen hatte mir der Frank geantwortet, ich kann kommen. Yippie! Freue ich mich schon drauf. Jetzt geht's auf den Weg Richtung Winterberg. Aber nach dem Intro geht's weiter. Angekommen hier auf dem Stellplatz in Winterberg, Nordostenberger Straße, also ein bisschen außerhalb von Winterberg. Und ja, sieht sehr schön aus hier. Ist, glaube ich, von den anderen Treffenleuten ist noch keiner da. Unten steht ein Wohnwagen, neben mir steht ein Kastenwagen, aber ich glaube, die sind noch nicht davon. Ich zeige jetzt mal so ein bisschen. Das ist der Ausblick, den ich aus dem Wohnmobil habe. Wunderschön. Ja, guck mal, wer da schon ist. Angekommen ist. Hallo! Ja! So langsam füllen sich hier die Reihen. Kommen so langsam hier alle an. Hallo, moin. Guten Morgen zusammen. Morgen. Moin, Chef. Gut geschlafen? Ja, super. So total ruhig. Mit den Brötchen und mit dem Spazierengehen. Also, war jetzt nur Samstag, Sonntag. Ah, ja, gut. Samstag morgen früh, ja? Sonntag früh. Ah, okay, ja. Habe ich mir schon beinahe gedacht, weil... Ja, das war fast auf jeden... Ich habe in dem Video ja auch gesagt, dass... Ja, dann habe ich nicht richtig aufgepasst. Ich habe nur gesagt, dass... Das heißt, heute nichts zu beißen. Richtig. Ach, hast du. Ehrlich jetzt? Ein paar Toastscheiben haben können. Nein, ich habe doch. Gibt es auch ein Neubaugebiet in der Nähe. Lauter kleine Ferienhäuschen oder Ferienwohnungen. Und da oben dann auch noch mehr Ferienwohnungen. Und rechts ein Lift, Skilift, weil das ist ja eigentlich ein Skigebiet hier. Und alle Ferienhäuschen mit Terrasse und Blick ins Grüne. Schön. So, schon ganz schön, also ganz schön voll hier geworden, sogar hier links. Was ganz toll ist an dem Platz, hier gibt es Duschen und WCs, ein Fitnessraum, da das Zelt und dann noch einen kleinen Aufenthaltsraum. Und also es sollen 55 Fahrzeuge sein, die auf das Treffen gekommen sind. Und hier gibt es heute Morgen Brötchen. Ja, heute Morgen gibt es Brötchen hier. Schönen guten Morgen. Das finde ich ja ganz toll. Zwei Körner. So, jetzt geht's bald los.
gegen 18 Uhr mit dem Barbecue, für das wir uns angemeldet haben. Bin mal gespannt, was es da so gibt. Aber das seht ihr ja gleich selber. Müssen wir hier noch den hohen Weg, den steilen Weg wieder hoch. Das ist immer eine ziemliche Kletterei hier zur Rezeption und zu dieser Stelle, wo gegrillt wird. Hier wird wieder gefachsimpelt, unter anderem über die Dieselpest. Hier sind schon die ganzen Leute, die warten auf das Grillgut. Schon alle Tische sind schon ordentlich besetzt hier. Und auch hinten sind die Tische schon alle besetzt. Wir werden wahrscheinlich hier vorne sitzen bleiben. Hinter an Freddy und Ulis Auto. So, hier gibt's Bier. Und da drüben stehen die alle an, um Essen zu holen. Mann, das sieht aber alles unheimlich lecker aus, dieses Buffet. Boah, freue ich mich schon drauf. Und hier ist das leckere Barbecue vom Buffet. So, Freddy arbeitet gerade. Alle anderen essen. Guten Appetit! Ja. So, langsam wird es hier noch gemütlicher. Mit einem Lagerfeuer. Sehr schön. Feuerkorb. Hinten sitzen unter dem Dach einige Camper und warten auf die Verlosung, die gleich wohl stattfinden wird. So, und hier sind dann schon die ganzen Gewinne für die Verlosung. Ganz toll. Ganz viel. Super toll. Wir fangen jetzt an. Hallo liebe Camping- und Wohnmobilfreunde, hier sind wieder die Barbe, der Frank von Up & Down Vanlife. So, und jetzt bin ich planlos, wie immer. Aber ich habe genug Hilfe dabei jetzt, ja? So, wir nehmen wahllos irgendwas raus und rufen die Nummer auf. Und dann haben wir zwei Nummern-Girls, die die Sachen verteilen. So, wir fangen mal ganz entspannt an. Das sind vom Guido, den O2-Mann, sage ich jetzt mal. Da ist er. Einmal einen Applaus für Guido. Der hat jede Menge Sachen auch gesponsert. Und wir fangen mal an. Die 20. Und haben jetzt so eine Powerbank mit der Nummer 33. Hey. Oh. Oh. Alles gut, danke. Dann haben wir hier immer wieder. Bin ich mal gespannt, wann ich dran komme mit der 30. Ja? Haben jetzt hier jetzt haben wir einen gesponserten Stuhl der Firma Bergische Wohnmobile mit der Nummer 49. Wow! Wir tauschen nachher. Immer die heiligen Stühle. Wisst ihr, ich habe keine Ahnung. Komm, ich mach was anderes. Spülschüssel. Was ist das, eine Spülschüssel? Ja. Da kenne ich mich nicht so aus. Und wie war die denn nochmal? Ach, die hat die Barbe besorgt. Guck. Spül nicht mehr.
Ja, das ist die Spülmaschine. Ja, ja, genau. Spülmaschine, okay. Die 17 für die Spülbox hier. Okay. Faltbar. 17. 17? Ja. Oh. Ja. Hey! 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 Jetzt haben wir hier einen Tisch von der Firma Bergische Wohnmobile. Feder, wo ist der Fussel? Da. Vielen Dank dafür. Und ich würde sagen, die haben so viel auch gespendet. Auch nochmal einen Applaus für die Bergische Wohnmobile. Da haben wir jetzt hier die Nummer 5. Die 30 und die 41. 30. 30, auch mal. Glückwunsch, Falter Vanlife. Oh ja, Fitnessuhr. Das ist wichtig. Dann haben wir noch die, die immer viel Herzblut und Arbeit investiert haben. Ganz, ganz herzlichen Dank. Ihr habt das super gemacht. Vielen Dank. Ausklingen. Ich denke mal. Und morgen gibt es kein Programm. Kuss ich den Fest. Ja, also langsam lichten sich hier die Reihen. Die ersten sind schon abgefahren. Wir haben jetzt kurz nach 10. Und ich gehe mich jetzt auch mal verabschieden. Oben von Freddy und Uli und Barbara und Frank. Und dann werden wir auch so langsam zusammenpacken und losfahren. Yeah. Überall wird hier auch schon zusammengepackt, zusammengestanden und ein bisschen gequatscht. Und dann werden wohl hier so alle langsam losfahren. War ein ganz tolles Event. Und morgen. Und ja, super organisiert. Hier nochmal auf diesem Wege danke an Barbara und Frank für die Organisation und ja, bis zum nächsten Mal. Es wird wahrscheinlich nicht das letzte Mal gewesen sein. Für das erste Event, was sie veranstaltet haben, war das super organisiert. Freddy und Uli sind noch beim Frühstück gerade fertig und unterhalten sich noch mit Fussel vom Bergischen Wohnmobil. Morgen! Frank, ich wollte mich mal verabschieden. Hi, grüß dich. Ob ich was vom Treffen zeige, weiß ich noch nicht. Auf langen Strecken ist mir ein Mikrofon rausgefallen. Gerade unsere Begrüßung. Da kam aber nichts mehr. Das ist total blöd. Aber super organisiert, ganz toll und vor allen Dingen fürs erste Mal. Also herzlichen Dank nochmal dafür. Ja, super, super gemacht. Hast du auch im letzten Drücker noch geklappt, ne? Ja, das war ja gut. Uli und Freddy dich da genau informiert haben. Mal eben bei Barbara. Ich wollte mich mal verabschieden. Ja. Danke, danke. Ihr habt das ganz toll gemacht. Dankeschön, danke. Und hat dir gefallen. Ja, doch. Du warst ja hinten an der Ecke, ne? Aber ja, egal. Ja, mach ja nichts. Ne? Genau. Genau. Ja, ja. Eben, nee, also gerade fürs erste Mal, also super gemacht und wird nicht das letzte Mal sein, oder? Nee, hatten ja Hilfe, also alle, ne? Ja, die guten Geister waren natürlich auch dabei, klar. Ja, ohne geht's auch, glaube ich. Nee. Nein. So, jetzt geht's hier los vom Stellplatz in Winterberg, von dem Wohnmobiltreffen, wie ich schon gesagt habe, zu ein, zwei kostenlosen Stellplätzen hier im Sauerland, die ich mir mal angucken wollte. I feel like I've been
So, ich war jetzt an beiden kostenlosen Stellplätzen. Sind beide nicht besonders spektakulär, sodass es sich zu zeigen lohnte. Ich fahre jetzt dann mal weiter. So, ich bin jetzt von dem letzten Stellplatz, auf dem ich kurz war, den ich euch aber nicht gezeigt habe, weil das nicht so interessant war da, weitergefahren. Der war in der Nähe von Lennestadt und jetzt bin ich in Wipperfürth und hier gibt es auch einen kostenlosen Stellplatz, weil am letzten Stellplatz in Wipperfürth war ja so gut wie gar kein Internet. Also ich glaube, ich hatte gerade Mobilfunkempfang Edge und das auch noch schwach. Und deswegen bin ich dann noch weitergefahren. Und hier gibt es jetzt einen Stellplatz direkt an der Wupper. Das sind 5 Plätze, da habe ich gerade noch den letzten Platz erwischt. Hier vorne ist zwar auch noch ein kurzer, aber der hat keine Nummer und soll auch nur 5 Plätze geben hier. Der ist direkt an der Wupper. Und da gehen wir jetzt mal eben ganz kurz gucken, ob man hier durch kann zur Wupper. Mal eben sehen. Hier über die grüne Wiese. Hier ist eine kleine Baustelle. Hier sind ein paar Bänke. Eine Sitzgelegenheit. Und hier ist dann direkt die Wupper. Im Moment regnet es andauernd, ist ein bisschen doof. Aber die Wupper fließt auch ganz, ganz, ganz langsam, sehe ich gerade. Die ist wahrscheinlich dann da vorne irgendwo gestaut. Ja, und hier ist dann der Wohnmobilplatz. Direkt, mehr oder weniger an der Wupper. Kostenlos, hier gibt es sogar Strom, den man natürlich bezahlen muss. Fähr- und Entsorgung soll hier auch irgendwo sein. Habe ich allerdings noch nirgendwo gesehen. Hier sind dann Stromsäulen und in der Mitte ist dann da ist die Fähr- und Entsorgung. Und die Stromsäulen und dann gibt es hier so ein Terminal, da bezahlt man das. Und hier ist der Wasserzapfhahn mit direktem Gardena-Anschluss. Da kann man dann auch kleinere Mengen zapfen. Das ist sehr praktisch für kleinere Fahrzeuge. Und hier ist dann, das ist die Toilettenentleerung. Genau. Abwasserentsorgung für Wohnmobile. Und hier ist eine Senke. Ich weiß nicht, ob die für Grauwasser gedacht ist. Aber könnte man natürlich mit dem Wohnmobil drüber fahren. Und das ist alles ein bisschen abschüssig hierhin. Also ich denke mal, das ist für Grauwasser. Ja, soweit der kostenlose Stellplatz in Wipperfürth. Der auch bis zum 5. letzten Platz, auf dem ich stehe, voll ist heute. Hier endet dann mein Video von dem Camper-Treffen von Up and Down Vanlife und schön, dass ihr dabei wart. Wenn es euch gefallen hat, würde ich mich über einen Daumen hoch freuen und ich bleibe dann bis zum nächsten Mal. Euer Thomas von Falter Vanlife. Tschüss!